Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Elvis Nikolic, Ronny Buchholz und Marco Ostwald. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Willkommen Marco Ostwald. Applaus, Applaus, Applaus. Nadine. Ja, Marco. Hallo. Nimm Platz. Gerne. Haben wir vertauschte Rollen? Jawohl. So, ich darf mir vorstellen, das ist Marco Ostwald. In Hamburg kennt ihn jeder und jede, weil er ist langjähriger Moderator des Frühstücksfernsehens bei Hamburg 1 und natürlich auch ein Sportexperte, der auch schon mal die Pokalauslosung in Hamburg hier moderiert und solche Sachen. Stimmt. Und wir fangen mal an, eine ganz einfache, blöde Frage. Was soll man machen, wenn man jemanden hat vom Fernsehen? Wie bist du zum Fernsehen gekommen? Also was waren die Beweggründe? Blöde Fragen gibt es ja eigentlich keine, sondern nur blöde Antworten. Deswegen oder so. Gebe ich hoffentlich so eine Profi. Gute. Ja, klar. Das hat in der Schulzeit angefangen. Ich hätte fast BWL studiert. Ich habe ein Fachabitur gemacht mit dem Schwerpunkt BWL-VWL. Also habe jeden Tag mit irgendwelchen Zahlen jongliert. Und wollte dann ursprünglich eigentlich nur, um Zeit zu überbrücken, irgendwas machen, ein bisschen anfangen zu arbeiten. Und bin ganz durch Zufall beim Radio gelandet. Ganz kleiner Sender auf der Nordseeinsel Norderney. Ja, also cooles Arbeiten, direkt am Meer quasi, mit einem Strandstudio. Du hast also quasi aus der Studioscheibe direkt die Nordsee gesehen. Ja, und danach ging es direkt zu Hamburg 1. Habe da als Praktikant angefangen und es kam ein Schritt nach dem anderen. Ja, ich habe meinen netten ehemaligen Kollegen Uli Pingel kennengelernt, der damals Sportchef war bei Hamburg 1. Es wurde ein Platz frei für eine Ausbildung, also ein Volontariat, habe mich darauf beworben, hat geklappt. Und seitdem bin ich beim Fernsehen, also bist, als Angestellter und Freiberufler. Du bist bei Hamburg 1 ja nicht mehr wegzudenken und du bist sehr vielschichtig auch, was du da machst. Erzähl doch mal ganz kurz so für unsere Zuschauer, die jetzt nicht aus Hamburg kommen, was du da alles machst beim Hamburg 1 Sender. Also du sagst, das ist der erfolgreichste deutsche private also Stadtsender und die damals schon lange vor der erhofften schwarzen Null Plus machten. Also ich weiß es nicht, ich kenne das auch noch von 95, 96 ist sowas aufgemacht worden oder so. Genau. Also jetzt schon über 20 Jahre. Was machst du da alles? 1995 ist richtig, da war Sendestart. Mhm. Da war ich, muss ich fairerweise sagen, noch nicht mal in der Grundschule. Da wollten sie damals eine Talkshow mit mir haben. Mit dir? Ist wirklich wahr. Als Moderator. Irgendjemand hat mir das vorgeschlagen. Aber dann bin ich dann mit einer Sklavin durch die Innenstadt und das schlug dann Wellen und haben sie auf den Abstand genommen. Okay, ist, schade. Ist Tatsache. Kann ich das mal verhandeln? Vielleicht machen wir das ja nochmal als Neuauflage. Wolltet ihr pleite gehen? Nein, das will ich nicht sagen. Aber das wäre, glaube ich, echt von Erfolg gekrönt. Nein, zurück zur Frage. Ich bin seit mittlerweile 10 Jahren bei Hamburg 1. Ich habe im Herbst 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich habe die ersten Jahre ausschließlich in der Sportredaktion gearbeitet. Also viel über den... Also ein Mann vom Fach hier? Richtig, über den HSV, FC St. Pauli berichtet. Damals kurze Zeit beide in der ersten Liga. Den HSV Handball gab es noch und die Freezers. Also sehr erfolgreiche Zeiten. Habe dann Ende 2013 ins Frühstücksfernsehen gewechselt. Das habe ich jetzt 6 Jahre lang ausschließlich gemacht. Also überzeugter Frühaufsteher. Kalle Schwensen unter anderem, gern gesehener Gast. Bei mir in der Sendung, ja, muss gesagt werden. Ist so. Ich gehe noch nicht ins Bett. Er hat durchgemacht, genau. Und neuerdings, und deswegen freue ich mich auch, dass ich eingeladen wurde, ist wieder so ein bisschen der Wechsel zurück zum Sport erfolgt. Ich moderiere seit ein paar Wochen wieder unser Sportmagazin Rasant. Bravo! Genau, bravo, da ja auch regelmäßig Amateurfußball-Thema in Kooperation mit den tollen Kollegen von Elbkick. Ja. Schöne Grüße und vielen Dank an dieser Stelle. Da können wir auf Spielberichte zurückgreifen und hatten heute zum Beispiel Fäuste gehackt. Genau, Teutonia 05 gegen Dassendorf. Das war, glaube ich, die erste Niederlage für Dassendorf. Richtig. In der laufenden Spielzeit heute bei uns zu sehen gewesen. Ja. Ach was, wie cool. Prima. Ja, genau. Und du hast, glaube ich, auch letzten Monat die Pokalauslosung hier moderiert bei Hamburg 1. Ja. Vom Lotto-Pokal, genau, erstmals ja unter neuem Namen, gibt es, habe ich mir sagen lassen, von Joachim Dittner, dem Leiter vom Spielausschuss HFV, seit 15 Jahren bei uns bei Hamburg 1. Ich glaube, ich durfte es zum dritten oder vierten Mal moderieren, ist natürlich immer... Applaus, Applaus, ja. Applaus, Applaus! Das ist doch mal etwas hier. Der natürlich festgesetzt ist in unserem TV-Kalender. Erzähl doch mal, wie Sie denn... Ich übernehme das mal. Ja, mach so. Wie Sie denn jetzt zum Beispiel Frühkaffee, das ist ja nur eine beliebte Sendung. Auch ich, wenn ich noch auf bin um diese Uhrzeit, schalte das ein immer aus dem einfachen Grund, weil unten immer auch um das Wetter, dass da die eingeblendet ist, denn hier die Temperatur. Das ist immer ganz interessant. Immer. Das ist, ne? Neben den
Richtig, du, Ding, ne? Du musst nicht rausgehen, keinen Fuß irgendwie raushalten. Nee. Ich gucke mal, was siehst du an? Aber erzähl mal, wie sieht dann so der Tagesablauf aus? Normalerweise müsstest du ja gleich bald ins Bett gehen oder so um diese Uhrzeit, ne? Ja, ich habe schon gesehen, es gibt am Ende Kaffee geschenkt, das kommt mir sehr entgegen. Ja. Kannst du direkt morgen mitnehmen und direkt auf den Tisch stellen? Genau. Du, ich werde ihn in der Sendung live trinken und euch dann grüßen. Mit der Packung, da freuen sich unsere Leute. Toll, das ist immer ein Wort. Die Schleichwerbung nehme ich auf meine Karte. Ja. Nein, typischer Tagesablauf. Der Wecker geht zwischen 4:30 und 5:00, muss ich sagen, je nachdem, wie aufwendig die Sendung ist, wie viele Live-Elemente wir haben und wie viel wir vorhaben. Morgen werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger schlafen, aus genannten Gründen, da ich eben jetzt hier sitze. 4:45 geht der Wecker, ich fahre in die Redaktion. Ich checke natürlich sämtliche Online-Angebote der großen Zeitungen und anderen Fernsehsender, unsere eigenen Pressemitteilungen. Guck einfach nach der Themenlage. Ich bekomme eine Übergabe vom Tag zuvor, also von Hamburg 1 aktuell, weiß dementsprechend, was Sache ist, habe mir ein paar Gäste eingeladen und dann wird drauf losgesendet. Ja, und das ist ja alles live und sehr vielschichtig. Also absolut. Ich möchte das gar nicht erzählen, aus meiner Sicht ja wirklich toll. Und das geht immer wie lange? Bis 9 oder? Genau, von 6 bis 9, 3 Stunden, ein paar Jahren. Früher haben wir ganz hart durchgezogen, von 5 bis 9. Ja. Da musste man noch früher aufstehen. Ja. Mir kam das ganz entgegen, dass wir von 6 bis 9 noch sind. Muss ich zugeben. Ganz andere Geschichte jetzt hier. Du bezeichnest dich selbst als Hobbykoch und Oldtimer-Fan. Ja. Erzähl uns davon mal ein bisschen was. Ich muss ganz ehrlich sagen, Autos dürfen, finde ich, gerade die historischen, nicht in Vergessenheit geraten, weil es einfach ein wunderschönes Kulturgut ist und du hast einfach Verbindungen. Was die Greta nicht hören. Ja, wobei die Ökobilanz von Oldtimern, muss ich ganz ehrlich sagen, das mögen sicherlich einige Leute anders sehen, ist nicht so schlecht, wie man denkt. Die ist sogar ziemlich gut. Bin ich vollkommen bei dir. Denn du musst nicht jedes Jahr auf Krampf ein neues Auto kaufen mit dem x-ten Facelift, sondern du kannst auch ein Auto einfach mal 30, 40 Jahre lang fahren, mit deinen eigenen Händen reparieren und du kommst einfach in Kontakt mit Menschen. Ja, mit Kindern, Hunden und Oldtimern lernst du Leute kennen, weil du sofort ein Thema hast, das dich verbindet. Das stimmt. Ja, und Hobbykoch auch, da machen wir auch teilweise bei Hamburg 1 was in die Richtung. Wir haben da so eine kleine Kochrubrik, die auch hoffentlich noch ein bisschen ausgebaut wird. Nein, ich koche einfach wahnsinnig gerne. Ich gerne einkaufen. Ich esse gerne. Du isst gerne. Ja, wirklich. Dann laden wir dich mal ein. Ja, nee, ich bin Experte in Sachen Essen. Das weiß ich wirklich. Von Kochen verstehe ich gar nicht, aber von Essen bin ich top. Ja, aber irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce kriegst du hin. Ich weige mich. Weil ich will meine Frau ja nicht arbeitslos machen. Stimmt. Ich war gespannt. Wann warst du beim perfekten Promi-Dinner dabei? Das ist hier stattgefunden in Berlin. Also aufgezeichnet 2012 im November, gesendet im Januar 2013. Und ich war der Erste. Der Erste, der nicht zu Hause gekocht hat. Ja. Und der Erste, der überhaupt nicht gekocht hat, sondern den Koch hatte. Ich habe noch nicht mal auftragen lassen, sondern hatte hier Zofen und Sklaven, die für die jeweiligen Gäste das Dinner servieren, weil es heißt ja, und haben die Leute aufgeregt, aber es heißt das perfekte Promi-Dinner und nicht das perfekte Promi oder nicht der perfekte Promi-Koch. Und das Dinner war natürlich vom Feinsten gewesen. Richtig, denn ich war damals vom Fernsehen, wir kannten uns ja schon persönlich, gespannt, was kommt jetzt, wenn Kalle dran ist, kocht Kalle wirklich selber oder wie kommt er aus der Nummer raus? Ja, die haben du hast das galant gelöst. Da haben sich, also ich möchte jetzt keine Namen und keine Institutionen nennen, deren Präsidenten sich dann hier vom Fernsehen versammelten und alle dachten, ich stehe mit der Schürze da und rühre jetzt im Kochtopf. Oder? Ja, ich habe es auch gehofft vielleicht, aber mir war klar, dass du da irgendwie aus der Nummer rauskommst. Die Nation hat es gehofft. Ja, total, die TV-Nation. Alle waren sehr enttäuscht. Was wir gebieten haben, das war doch cool, ne? Na, die Mädels, denn hier, ich hatte einen Top-Koch gehabt. Nein, enttäuscht, dass du nicht selber gekocht hast. Quatsch. Aber wir haben ja unsere 25. Sendung. Das erwartet doch gar keiner. Ich bringe dir eine Kochplatte mit und eine Schürze. Und versuch das doch mal hinzukriegen. Mach das lieber nicht, ne? Wenn das einer schafft, dann du. Das passiert gar nicht hier. Doch. So, wir sind ja hier dabei. Du darfst ja auch gerne was fragen, wenn dir was dazu einfällt. Das wollte ich sagen. Fußball ist ja eine Fußballsendung. Ja. Wie ist denn deine Beziehung zum Fußball, Amateurfußball, Hamburger Amateurfußball? Also ich habe lange Jahre aktiv Fußball gespielt, allerdings in Schleswig-Holstein, weil ich ich bin gebürtiger Hamburger, aber außerhalb aufgewachsen. Wo hast du gespielt? Beim SV Henstedt Rehn. Ah. Ja, jetzt SV Henstedt Ulzburg, neuer Großverein seit ein paar Jahren vor den Toren Hamburgs. Hab die Jugend durchgespielt, irgendwann aufgehört, ehrlich gesagt für den Job. Weil ich bei Hamburger 1 in der Sportredaktion damals natürlich immer am Wochenende arbeiten musste. Hab dann irgendwann aufgehört. Das Problem. Kennt man, genau. Bin ab und zu noch am Kicken, aber wirklich dann hobbymäßig selten. Und ich muss sagen, konditionell ist das natürlich immer so eine Sache. Ne? Ja, vor ein paar Jahren
die trainieren aber einfach mehr. Wir werden nicht jünger. Genau. Nee, ansonsten natürlich Fußballfan und Hamburger Amateurfußball habe ich natürlich immer verfolgt. Mhm. In den letzten Jahren, muss ich fairerweise sagen, ein bisschen weniger, einfach berufsbedingt. Das wird sich jetzt natürlich wieder ändern durch meine Moderation von Rasant. Freue ich mich natürlich drauf, weil der Hamburger Amateurfußball einfach wahnsinnig viel Potenzial hat. Da sind so viele tolle Vereine, tolle Ehrenamtliche und schöne Spiele mit dabei. Das ist im Verhältnis zu unserem Stadtland, ne? Also Hamburg ist ein eigenes Land, haben wir, glaube ich, die größte Fußball-Community überhaupt in Deutschland. Ist das so eigentlich? Ja, definitiv. Ja, also wir haben ja, glaube ich, auch die meisten Fußballportale irgendwie. Das ist wirklich wahr, so glaubt man nicht, aber wir hängen alle ab, in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Verhältnis zu dem, was wir hier haben in den Kleinen, hängen wir sie alle ab. Aber das siehst du auch daran, was aus der Idee Elbkick TV geworden ist. Ja. Mittlerweile gibt es mein Kick TV. Da gibt es Spreekick TV in Berlin. Rheinkick, Rheinkick, Mainkick, Isar-Kick gibt es, glaube ich, auch. Jetzt ist die vollkommen große Werbekampagne hier. Elbkick dreht da hinten gleich durch, gleich wird Pyrotechnik hier gezündet vor Freude. Die haben mich übrigens nicht dafür bezahlt, ne? Nee, haben sie nicht. Nein, das kommt doch durch die Kooperation hier. Nee, das ist alles okay, ne? Du bist nicht natürlich, wenn du jetzt hier bist, ja, als Hamburger und da du selber ja vom Fußball was verstehst, weil du das ja beruflich gemacht hast, als Jugendlicher gespielt hast. Für wen schlägt denn dein Herz hier in Hamburg? Wir haben ja nun HSV und wir haben St. Pauli und es gibt ja zwei Lager, zu denen ich mich nicht hinzugezogen fühle. Ich bin ja über regionale solche Geschichten. Aber wie ist es bei dir? Also, mir war klar, dass du das fragen würdest. Wir sind jetzt hier auf St. Pauli. Ich habe es. Du kannst dir sagen, was du willst. Hier ist neutrales Land, hier wird gesagt, was man will. Ich habe es tatsächlich jahrelang vermieden, mich davor oder vor einer Kamera dazu zu äußern, vor allem als aktiver Sportjournalist. Dann kam Kalle. Ne? Und dann kam Kalle. Nein, in den Zeiten, in denen ich wirklich täglich beim HSV und FC St. Pauli war, um zu berichten, habe ich es vermieden. In den letzten Jahren habe ich das ein bisschen abgelegt. Ich bin HSV-Fan. Aber vernünftiger Mensch. Applaus! Hier wird alles toleriert. Schon von Kindesbeinen an schlägt mein Herz für den HSV. Ich freue mich aber auf jedes Stadtderby. Ich drücke natürlich in jedem Spiel dem FC St. Pauli die Daumen und im Derby dem HSV ein bisschen mehr. Aber ich freue mich ansonsten auf jedes Derby und vor allem, ja, wenn eine gesunde Rivalität auf dem Platz stattfindet, alles drumherum, was in die Richtung Gewalt geht, geht gar nicht. Hat nirgends was verloren. Und, wie siehst du denn so realistisch, gerade als Fan, die Perspektiven beim HSV, weil so richtig durchstarten, bis letztes Mal waren sie noch Platz 1, jetzt hat sie es auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es. Ja, doch, hat sich erledigt. Wie siehst du denn, glaubst du, dass sie die Ziele, die sie sich gesteckt haben, jetzt erreichen, sprich Aufstieg, du sagst es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe es, ich wünsche es mir und drücke alle Daumen und ich traue es der Mannschaft auch zu. In der aktuellen Konstellation. Es ist halt so ein bisschen undurchsichtig wieder. Ne? Mit dem letzten Spiel, mit dem Ausgang, hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, aber wer hätte das schon? Leider schon, weil es einfach so ist, dass du in diesen kritischen Selbstprozess oder in diese kritische Auseinandersetzung mit dir selbst, die den letzten Wochen doch deutlich vermieden hast. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, wo auch der Hedding dann am Samstag schon so ein bisschen zurückruderte und sagte, auch ich muss mir dann wohl doch in einer gewissen Art und Weise eingestehen, dass vielleicht meine pauschale Kritik, dass alle, die von außen sagen, wir müssen gerade auswärts mal ein bisschen mehr Härte zeigen, das so abzubügeln und zu sagen, ihr wollt uns allen was Schlechtes, dass das halt doch eben ja leider so ist, dass der HSV eben gerade auswärts dass diese Härte da fehlt dass da doch deutlich mehr kommen muss, um eben dann am Ende auch aufzusteigen. Bin ich bei dir? Ich bin ja auch ein kritischer Fan, muss ich sagen. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie geht's euch? Es ist besser geworden. Also vor ein paar Jahren war es ja, so, gut, aber dass in entscheidenden Momenten gewackelt wurde. Ja, aber schlechter ging es halt auch nicht mehr. Ne? Nee, darum sind sie abgestiegen. Aber ich glaube, so weit von der Kontinuität sieht es derzeit nicht so verkehrt aus. Es gibt natürlich definitiv ist man auf dem richtigen Weg, aber du musst ja in diesen Prozess musst du ja so weit eingreifen, dass du sagen kannst, wir wollen auch auswärts gewinnen. Ne? Und solange du die Auswärtsspiele nicht gewinnst, ich meine,
Wobei, das wollten sie wahrscheinlich. Wem sage ich das letzten Auswärtssieg am 25. August? So, da kann man schon von einer gruseligen Auswärtsbilanz sprechen. So, das ist 3 Monate her. Hast du recht, nichtsdestotrotz, ich erkenne die Qualität und ich bin überzeugt, dass sie es schaffen können. Definitiv. Dieses Jahr. Und ich glaube, sie schafft es auch. Ja. Gut, andere Frage, das haben wir jetzt. Wir wollen alle, dass sie aufsteigen. Also ich sowieso, ich würde sogar auch St. Pauli gerne im Oberhaus sehen. Was ist denn deine Meinung zu St. Pauli? Das hält sich ja nun schwierig. Man hat ja letztes Jahr, waren sie dabei, hätten relativ easy aufsteigen können, haben sie natürlich wieder verzettelt. Jetzt haben sie wirklich das letzte Niederlage, sind sie jetzt schon wieder im Abstiegskampf, fast. Ja, ich muss sagen, da siehst du, wie schnell das gehen kann. Also genau, wie du gesagt hast, letztes Jahr war es relativ eng in Richtung Aufstieg, jetzt sieht es wieder so aus. Wenn sie jetzt dieses Spiel gegen Hannover vielleicht doch gewonnen hätten, dann hätten wir jetzt auch wieder eine andere Konstellation, andere Voraussetzungen und da halten können. Ja, aber auch da ist natürlich Luft nach oben, genauso wie beim HSV. Ja, klar. Obwohl auch da, also da ich die Befürchtung habe, dass auch der FC St. Pauli das tut, was der HSV in den letzten Jahren lange getan hat und den Trainer wechseln wird, weil eben... Ja, das ist aber auch der witzige Punkt ist ja mit dem ursprünglichen, weshalb sie Lokal geholt haben, nämlich mit dem, ich hau auf den Tisch und ich hau hier alle kurz und klein, alle Spieler, damit hatte er ja kurzzeitig Erfolg, ja. Aber auch ein Lokal merkt, dass das eben jetzt also, nicht mehr funktioniert. Ich habe deswegen läuft es ja gerade. Glaubst du, dass Lokal jetzt wackelt? Schon. Ich hoffe. Definitiv. Du hoffst es? Ja, ich habe Informationen aus vertrauten Kreisen hier, dass sowohl die Mannschaft wie der Co-Trainer alle sehr unzufrieden mit ihm ist, weil er keine Kommunikation pflegt. So, selbst die Spieler, die auflaufen, die wissen nicht, ob sie nächstes Mal wieder spielen. Also da ist mehr am Kochen, als die Leute glauben. Ja. Und leider ist natürlich auch der Vorstand nicht derjenige, der ein Schlussfreudigste ist. Ne? Das müssen wir sehen. Also ich würde den Busch feuern. Da sind wir bei der Geschichte von Lohbrügge. Elvis sagte das vorhin ganz schön, man muss so eine Mannschaft vernünftig moderieren. Und ich glaube, das ist das große Problem bei St. Pauli, dass Luca eben nicht der beste Moderator ist. Er muss nämlich vor allen Dingen aus meiner Sicht die Spieler mitnehmen, die nicht spielen. Und das ist eben nun mal wie ein Johannes Flum oder ein Rico Bernatelli und so weiter und so, wie sie alle heißen, die halt eben außen vor sind im Moment. Und du schaffst dir damit, wie Markus Gisdol es damals eins tat bei Hoffenheim, eine Trainingsgruppe 2, und die bringt dir halt Unruhe rein. Ne? Und wenn du die Spieler nicht mitnimmst, dann hast du halt am Ende, ist das zum Scheitern verurteilt. Das muss man leider so sagen. Was man ja auch sagen muss, abgesehen vom Fußballerischen, was der FC St. Pauli seit Jahren hervorragend macht, ist natürlich, was die Finanzen betrifft. Ne? Jetzt auf der Mitgliederversammlung wurde bekannt gegeben, wieder ein großes Plus, ordentlich in der Gewinnzone seit 8 Jahren. Das macht nicht jeder große Fan. Das ist ja auch schön so. Und deswegen wäre es ja umso schöner, wenn sie endlich mal nach oben kommen würden hier. Und spielerisch, wenn die auch nur ansatzweise auf dem Fußballplatz das zeigen würden, was sie finanziell und wirtschaftlich bringen, dann wäre das doch ganz zufriedenstellend. Aber das ist es leider nicht. Müsste man vielleicht in Transfers das, was man finanziell an Plus-Erlösen erzielt, wir wollen ja jetzt nicht öffentlich jetzt darüber ausreden. Wir haben das mitgehört. Du glaubst, ich hoffe es natürlich auch, dass St. Pauli weiter spielt. Ich bin ja jedes Spiel da. Also das wollen wir machen. Weil ich bin der Meinung, sie werden mindestens in die zweite Liga. Und ich würde es lieben gerne sehen, wenn St. Pauli auch in der ersten Liga wäre. Absolut. Hätten wir jedes Jahr 2 Stadtderbys, das wäre doch wunderbar. Du kannst ohne leben. Ja, nee, klar. Das ist schon schön. Das ist was Besonderes. Aber was anderes, gibt es noch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest, was du gerne verwirklichen wirst? Wir haben jetzt gesehen, dass du jetzt so mit dem Kochprogramm, mit der Kochschule irgendetwas machen willst, da bei Hamburg 1. Gibt es irgendwas anderes noch oder da du etwas ausführlicher berichten möchtest? Ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, einmal auf eine tolle Initiative aufmerksam zu machen, die ich durch Zufall kennengelernt habe, auch durch meine Oldtimer-Begeistertheit. Und das ist die NCL-Stiftung. Ich denke mal, die wenigsten kennen NCL überhaupt. Das ist eine sehr, sehr schwerwiegende, unheilbare Krankheit. Das ist die Kinderdemenz. Ja, das heißt, Kinder erkranken wirklich an Demenz und werden selten älter. Älter als 14 Jahre. 14, 20 Jahre. Ich habe das Problem, ein sehr, sehr enger Freund, der das vor 4, 5 Jahren genau hatte mit der Tochter, die nicht mal, glaube ich, 7 Jahre war. So, diese Krankheit ist schrecklich, die ist unglaublich selten, deswegen ist diese Stiftung gegründet worden und eben auf Spendengelder und Forschung angewiesen. Die machen jedes Jahr tolle Events, wie zum Beispiel das Oldtimer-Fest in Poppenbüttel im Randelpark. Also wer sich da mal informieren möchte und ein bisschen mithelfen möchte, auch wir von Hamburg 1
haben da so ein bisschen unterstützt mit Medienberichten und Aktionen. Finde ich persönlich eine tolle Sache. Ich habe vor kurzem für die bei einer Promi-Mau-Mau-Nacht mitgespielt. Leider habe ich das Finale nicht gewonnen. Ansonsten wäre der Jackpot nämlich an die NCAA-Stiftung gegangen. Aber ich werde es im nächsten Jahr nochmal probieren. Gibt es eine leicht zu merkende Internetadresse, wo die Leute sich dafür interessieren können und informieren können? Genau, einfach NCL-Stiftung, am besten einmal über Google, die bekannten Suchmaschinen, einmal eintippen. De oder com? De. De, ja, einfach über Google einmal NCL, schauen. Nordpol Cäsar Ludwig, Stiftung, richtig.de. Genau. Also, meine lieben Zuschauer, es lohnt sich wirklich auch mal ernst in dieser Sendung zu sein und solche Sachen anzusprechen. Und ich finde es toll, wenn sich Personen des öffentlichen Lebens, so wie unser Marco, sich so etwas einsetzt und das dann hier auch propagiert. Und dafür sind wir natürlich auch da, Art zur Unterhaltung, aber auch ein bisschen beizutragen, dass ernste Themen ein bisschen verinnerlicht werden und wir was dafür tun können. Mein lieber Maichen, mein lieber Marco, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du gekommen bist. Natürlich haben wir auch für dich denn hier den Café Domino Espresso, Domina Espresso, das kam ja vorhin, Domina. Passt perfekt, Domina Espresso. Also, als ich das gesehen habe, wie gesagt, Wecker geht morgen genau. Um Viertel vor fünf. Und ich bitte unsere bezaubernde Nadine auf die Bühne. Nadine! My Bad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.